Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Enshrouded. Es geht weiter, ja, in Runde 3. Ich hoffe, dass wir heute das Dach fertig bekommen. Schön wäre es auf alle Fälle. Ich bin tatsächlich nicht ganz so zufrieden mit dieser geradlinigen Sache hier. Also so richtig überzeugt bin ich leider gar nicht. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Meine Überlegung wäre jetzt eben halt hier unten nochmal ein Stück rauszugehen. Vielleicht macht es das nochmal ein bisschen dynamischer. Ich glaube sogar, dass das vielleicht gar keine schlechte Idee ist. Wisst ihr was, das machen wir einfach. Ich habe in der Zwischenzeit Holz gefarmt, Unmengen. Naja, Unmengen nicht, aber hoffentlich genügend, dass wir ja, zumindest ein bisschen nochmal was fürs Dach nachbauen können. Genau, war eben halt auch eine Menge Eisenfarmen und sowas. Und ja, jetzt gucken wir mal. Also wir brauchen auf alle Fälle die Fachwerk. Ich war in der Eisenmine, deswegen habe ich noch ein bisschen Zeug hier drinnen. Die brauchen wir nochmal. Die groben Dinger brauchen wir nochmal. Den Bauhammer natürlich. Genau, und die Ziegeldachgedöns-Dinger. So, ich glaube, der Rest. Ja, gut, ich nehme das andere Zeug auch mal mit, sonst macht es wahrscheinlich gar keinen Sinn. Das war jetzt nur für den Kamin. Den lassen wir jetzt erstmal so, wie er ist. Dann stellen wir uns jetzt einfach bloß nochmal ein paar von den Blöcken her. Und zwar brauchen wir den geteerten, das da. Genau, das machen wir jetzt schon mal. So, und dann hatten wir jetzt was. Grober Sandsteinblock, da haben wir bloß noch 200, das könnte reichen, wir machen einfach mal nochmal, kann sein, dass es natürlich leider nicht reicht, veredelt, davon brauchen wir auf alle Fälle nochmal was, dann Palmen, oh, das weiß ich nicht, wie viel Palmenholz wir noch haben, Fachwerk, gebrannte Ziegel, Palmenholz, ein bisschen was ist noch da, okay. Gut, naja, dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt dann kommen. Ja, die Idee ist eben halt jetzt doch, hier einfach nochmal rauszugehen, ne? Und zwar, pass auf, jetzt machen wir das so. Wir brauchen hier das Ding, das müssen wir hier halt nochmal wegmachen, ne? Ja. Okay, und zwar ist das jetzt aber zu viel. Warte da. Wir machen hier. Nee, warte, das brauchen wir. Nee, stimmt nicht. Das brauchen wir. Eins. Oh, das X müssen wir natürlich ausmachen, sonst würde es nichts. Drei. So, und dann gehen wir hier raus. Weißt du, was ich meine? So, und dann müssten wir jetzt bloß gucken, dass wir hier auf der Seite rausgehen. Ach, jetzt haben wir doch das X, das Einrasten an. Ich würde gern runter. Ich müsste eigentlich runter. Ah, doch, da war gerade was. So. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit es dann wirkt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das einfach nochmal ein bisschen schöner wirkt. Wenn wir das hier nochmal rausholen. Keine Ahnung, ob das dann durch die Ecke dann nochmal so ein bisschen anders, aber das probieren wir jetzt einfach aus. Also ich meine, mehr als nochmal abbauen können wir es. Also ne, dann ist halt so. So, fundamenttechnisch, da hatten wir Palmenholz, was hatten wir denn hier drin? Nee, wir hatten doch Palmenholz, okay. Ja, dann machen wir jetzt hier erstmal die Wände weg. Und das da irgendwie weg. Oh je. Jetzt geht es da schon los, hä? Was habe ich denn jetzt weggemacht? Keine Ahnung. So. Und so. Gut. Nee, Quatsch, das war es jetzt nicht. Jetzt müssen wir da erstmal kurz gucken. Also hier brauchen wir auf alle Fälle nochmal den da. Und dann müssen wir das natürlich wieder zumachen. Kann sein, dass wir jetzt dann eben halt da tatsächlich auch nochmal nein. Das mit dem Fenster irgendwie nochmal. Ach Gott. Das war ja jetzt nichts hier, ne? Gott, wie macht man das jetzt am besten? So. Ja, und dann halt
hier per Hand nochmal rausgehen. So, genau. Und dann könnten wir jetzt nämlich sagen, dass wir hier dann einfach komplett hochgehen. So. Ja, dann müssten wir da bloß eben halt durchs Fachwerk ersetzen, ne? Dann machen wir nochmal zurück, weil ich glaube, ich habe hier ja bloß die hier hin. Wir machen mal so. Wie kriege ich denn das jetzt hier wieder weg? Habe ich das echt alles von Handarbeit gemacht? Eieiei. Das ist natürlich was, ne? Nee, das habe ich nicht per Hand gemacht. Das habe ich doch bestimmt mit diesem Dreier-Dings gemacht. Aber ist egal, jetzt machen wir es halt schnell mit der Hand so. Ja, und dann, ne, wird das schon gehen. So. Dann brauchen wir hier den hier nicht. Warte mal, das müssen wir... Z, zurück. Na? So. Ach so, Mensch, ja. Entschuldigt, ne, dass das mit der einen Folge halt nicht so ganz gut geklappt hat. Das ist halt leider... mein Mann hat mir das erklärt, dass wir im MP4-Format aufnehmen, weil das mit der Audiospur und der Aufnehmespur und keine Ahnung, was sich besser machen lässt. Aber es kann leider tatsächlich vorkommen, dass eben halt manche Aufnahmen ja daneben gehen. Das ist mir bisher leider, oder was heißt leider, Gott sei Dank, erst einmal passiert. Jetzt gerade halt, ne, die Folge. Und deswegen fehlt euch jetzt halt einfach eine komplette, Baufolge, also die Startfolge. Das war natürlich keine Absicht. Ist nicht so, dass ich gesagt habe, hey, hier Spiel unbedingt. Ja, kann halt leider vorkommen. Aber gut, jetzt ist es halt so, wie es ist. Und jetzt müssen wir das Beste draus machen. Ich mache gleich nochmal eine kurze Tour, damit, falls es nochmal passiert, man trotzdem ein bisschen was gesehen hat. So, das war jetzt falsch. Aber ich würde jetzt bloß gerne nochmal gucken, wie das dann wirkt, wenn ich jetzt hier halt diese Ausbuchtung fertig habe. Warum mache ich das eigentlich einzeln? Ich habe doch hier die Möglichkeit, mit den Säulen zu arbeiten. Das macht doch dann viel mehr Spaß. So. Und da auch nochmal. Genau, dann müssten wir eigentlich hier das da auch machen. Und dann gucken wir halt von oben, inwieweit wir da ran müssten. Ja, doch, ich denke, das... Was habe ich denn hier? Grober Sandstein ist das. Okay, pass mal auf. Und jetzt machen wir hier... Hätte ich nämlich gern einfach... Das ein bisschen ausgeweitet. Ne? Das ist einfach so ein sauberer Abschluss. Das gefällt mir einfach besser. Genau, also ich bin mir mit dem Fenster noch nicht ganz sicher, ob es nicht doch nochmal ein bisschen zusammen... Aber grundsätzlich... Wenn ich jetzt das Fachwerk noch nach vorne hole, ich glaube, das schaut dann besser aus. Genau, also ich habe jetzt hier den Eingangsbereich. Ne? Ich habe hier jetzt nochmal ein bisschen umgeändert, ein bisschen zugemacht oder aufgemacht oder wie auch immer man das jetzt benennen möchte. Hier wird dann eben halt der untere Wohnbereich hinkommen. Vielleicht so Küchen, ne? Küchennische, vielleicht so ein kleiner Essbereich oder was, ne, so ein bisschen wohnzimmermäßig Gedöns. Hier hinten ist dann seine Werkstatt vom lieben, wie heißt er, Chat oder so. Ah, guck mal, das habe ich nicht gut gemacht. Da muss ich nochmal gucken, ob ich jetzt oben irgendwas verpatzt habe. Ja, genau, hier ist eben halt der große Werkstattbereich, ne. Ich habe hier mit Kohlepfannen ein Lagerfeuer im Prinzip in den in den Kamin reingezaubert sozusagen, ne? Ja, mir haben die Platten hier ganz schön gefallen. Das sind zwar ein paar kaputt, aber hey, wir sind in der Werkstatt, ne? Das ist, denke ich, ganz normal. Es fehlen hier auf alle Fälle noch einige Lichtquellen. Es ist hier noch relativ dunkel. Da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Aber das ist bisher eigentlich, gefällt es mir schon ganz gut. Ja, hier oben machen wir auf alle Fälle doch noch die eine Leiste, damit es einfach ein bisschen gerade ausschaut, ne? Genau. Ja, und hier kann man dann einfach überlegen, was man macht, ob man das vielleicht sogar so lässt. Das
würde ich sagen, stört mich jetzt im Moment noch nicht. Mal gucken, wie es ist, wenn es dann ein bisschen weiter ist. Genau, hier oben habe ich mit einem edlen Holzboden gearbeitet. Ich habe mir hier mal das Bett schon hingestellt. Ja, hier sieht es ein bisschen komisch aus. Da weiß ich auch nicht so recht, wie ich das am besten machen kann. Tendenziell denke ich, macht es Sinn, hier an der Stelle einfach zu sagen, okay, man macht hier einfach nochmal eine zweite Wand hin. Um das so ein bisschen gerade zu machen. Beziehungsweise ich habe schon überlegt, ob ich es hier einfach zumache, weil eben halt auch der Ofen hier steht. Was habe ich denn jetzt da gemacht? Ach so, ja, doch, doch, das stimmt schon. Ich glaube, das macht schon Sinn, wenn wir hier das einfach zumachen und eben halt nicht mit einer normalen Säule arbeiten, sondern das einfach so ein bisschen, ja, das, weißt du, wenn du hochkommst, dass du dann nicht gleich im Schlafzimmer stehst, ne? So, und hier hinten, ja, das ist auch hier macht es, denke ich, Sinn, einfach zu sagen, ich packe hier nochmal ein Fachwerk hin. Dann haben wir halt den Stress nicht, ne? Dass das hier irgendwie. Dann kann man das trotzdem, ist es halt eins draußen, so wie ich es wollte, ne? Eins überstehend. Aber wir haben hier halt nicht diese komische, ja, diese komische Stufe, diesen komischen Absatz. Und bringt, glaube ich, auch einfach nochmal so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal ganz blöd, Farbe ins Spiel. Wir könnten, ich weiß gar nicht, wie schaut es aus, wenn ich hier mit der Säule arbeiten würde. Ich habe jetzt nämlich gerade überlegt, wenn ich jetzt hier eine Säule hinmache und hier nochmal eine Säule hinpacke und dann hier mit der so einen, weißt du, so einfach auch so ein bisschen statisch technisch nochmal so einen. Das sieht ganz cool aus, gefällt mir. Ja, das gefällt mir. Das ist cool. Genau. So, das heißt, wir müssen jetzt aber erstmal das Bett nochmal aufräumen. Das müssen wir jetzt halt hier hinstellen. Da können wir dann einfach nochmal gucken. Dann nehmen wir die Fenster auf. Dich müssen wir nochmal abbauen. Dich müssen wir nochmal abbauen. So, dann gucken wir nochmal. Nee, du kannst theoretisch wahrscheinlich sogar fast stehen bleiben, ne? Okay, jetzt brauchen wir natürlich hier unten. Ich will es ja eigentlich einmal überstehend lassen, ne? Also brauchen wir hier den Boden. Also müssen wir das hier doch wegmachen. So, dann müssen wir aber auch das Fachwerk wieder wegmachen. Nochmal hoch, bitte. Und dann. Genau, und dann gucken wir jetzt mal mit. Halt, stopp, da. Die kleinen reichen. Und dann das da. Das war eins zu viel. Da, ne? Bin ich der Meinung, müsste eigentlich passen. Okay. Ja gut, das kriegen wir dann irgendwie hin. Das heißt aber jetzt dann hier bleiben wir drinnen. So, pass auf, jetzt dann hier mit dem und dann mit dem Fachwerk gehen wir hier einmal Raum. Einmal drumrum, bitte. Achso, warte, da können wir ja mit der Säule arbeiten. Das ist ja hier, oder mit dem Rahmen. So, noch eins höher, bitte. Genau, so. So. Okay, Mist. Ich glaube, ich muss tatsächlich noch mal eins zurückgehen. Ah, okay. Na gut. Eins oder zwei? Mit zwei müssten wir zurückgehen, ne? Aber dann hast du das immer noch nicht so richtig. Nee. Okay,
Okay, also Feintuning nochmal. 10 Millionen plus. So. Das heißt, das kommt nochmal weg. Und dann kommt im Prinzip das nochmal dran. Und das. Und ja, nochmal. Genau, daran. Und da. So. Oh. Und wieder abgestürzt. So. Und dann könnten wir jetzt hier im Prinzip nochmal mit dem und dem so dann auffüllen. Genau. Also ich denke, das Fenster müssen wir doch wegnehmen. Das hilft nichts. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir hier Fachwerk. Fachwerk. So. Bis dahin. Und dann natürlich auch wieder hoch. Fenster können wir in der immer noch gut einbauen. Das ist ja Gott sei Dank nicht das Problem. Ja. Oh, jetzt freue ich mich drauf, das gleich mal anzuschauen, wie das wirkt, wenn wir das jetzt so haben. Ich bin gespannt auch mit dem Dach. Das ist ja doch immer eine Herausforderung, ob man das alles so hinkriegt mit dem Dach, wie man sich das ja wünscht, sage ich mal. Dann da hoch. Genau, und da einfach einmal. So, und nochmal eins hoch. Oh, hat es jetzt nicht gereicht, oder? Ach nee, da ist Dach. Okay, dann müssen wir hier. So, echt? Okay. Nee. Ach so, da. So, ne? Und dann kommt da eben halt die Ecke hin. Okay. Ja, ist jetzt eben halt noch nicht so ganz perfekt, ne? Es ist schon noch ein bisschen komisch. Jetzt ist hier auf alle Fälle besser. Jetzt muss man halt gucken, wie man das dann am besten gestaltet. Aber ich bin jetzt gar nicht so unzufrieden. Also bisher schaut es jetzt eigentlich ganz cool aus. Ja, wie gesagt, Dach wird jetzt halt eine absolute Herausforderung. Das, keine Ahnung, wie ich das jetzt hier am besten hinkriege. Hier machen wir jetzt mal nochmal so ein Palmenholz hin. Oh nein, das sieht dann aber komisch aus, ne? Mist. Okay, das können wir doch nicht so machen. Das funktioniert dann nicht. Dann ist das halt einfach hier so eine versteckte Mauer. Oh, weißt du was? Wir können einfach hier. Was ist denn, wenn wir jetzt hier einfach nochmal zumachen, wie bei den anderen Seiten jetzt auch? Das sollte doch eigentlich wurscht sein. Jo. Hm. Naja. Sieht halt ein bisschen komisch aus, ne? Weil das hier jetzt halt Fachwerk ist und da ist es das Palmenholz. Wir können ja. Ja, ne? Mach doch einfach das Palmenholz. Dann hast du doch da die Wand weiter. Das dahinter sieht doch dann keiner. Aber trotzdem, also von außen ist es das Fachwerk und von innen ist es Palmenholz. Und so geht's dann wieder. Ja, ganz schön. Also gar nicht so schlecht. Fenster müssen wir auf alle Fälle noch ein bisschen machen. Es ist halt ein bisschen blöd von mir, weil eben halt der Wohn- bzw. der Schlafbereich halt in Richtung Felsen zeigt. Ja, hätte man wahrscheinlich auch anders regeln können, aber gut, ist jetzt halt so. Dann machen wir jetzt dann eben halt mal den Sack zu, indem wir jetzt hier eben halt gucken, wie wir hier jetzt dann so, ne? Ja, ich meine, durchgucken tut es dann halt immer schon irgendwie. Also ich glaube, da führt leider kein Weg dran vorbei. Das weiß ich nur nicht genau. Ja, Dach ist schon schwierig, ne? Dach ist so ein Kapitel für sich. Keiner mag's. Aber es muss halt gemacht sein, ne? So, und jetzt vielleicht so? Kann das sein, dass das... Nein, kann's nicht. Nein.
Hä, aber was habe ich denn da? Wieso sieht denn das jetzt da anders aus wie da? Ach, Kira. Also doch einmal noch so und dann so. Kann das sein? Nee, irgendwas passt da nicht. Das gibt's doch gar nicht. So. So. Jetzt passt es eigentlich. Aber jetzt passt halt das eigentlich nicht, ne? Oh. Heißt das, wir müssen da jetzt irgendwie ja, schlafen gehen. Das müsste ich mir jetzt dann gleich nochmal anschauen. Irgendwas passt nicht. Das, Vielleicht sollten wir da mit dem kleinen Dach arbeiten. Weil ich hätte ja schon gern, dass das eigentlich irgendwie ja, sondern wenigstens so ein bisschen. Aber hier draußen sieht es eigentlich ganz gut aus. Also, okay. Was ist denn, wenn ich jetzt das nochmal wegmache? Weil eigentlich brauchen wir ja nur hier. Hier. Ja, und da bin ich mir noch nicht richtig sicher. So, pass auf. Und dann müssten wir jetzt hier die hier machen, ne? So. Dann da. Und ich habe schon wieder nicht genug. Oh Gott, ernsthaft? Aber weißt du was? Das könnte man theoretisch sogar noch mal eins rein. Ja. Oh, ey, Dach ist eine Katastrophe, ne? Also Dach ist was, das packe ich nicht. So, also nochmal. Wir müssen halt das dahin machen und das dahin. Achso, dann habe ich wieder die zwei, ne? Aber das ist, weil es hier halt doppelt ist. Okay. Na gut, dann hilft es halt nichts, ne? Aber kann ich das nicht einfach so machen? Sieht jetzt erstmal gar nicht so schlimm aus, hä? Dann wäre dann hier das da. Boah, keine Ahnung, wie das jetzt gerade von oben ausschaut. Ist das jetzt irgendwie richtig oder so? Wir können ja mal versuchen. Also ob es funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir können ja mal versuchen, hier so ein bisschen. Oh Gott, jetzt Licht, ne? Das so ein bisschen irgendwie einzubetten. Aber ich sehe schon, da habe ich es verkackt. Schon. Achso, nee, das ist halt von vornherein wieder zu, ne? Boah. Echt. Na. Ah. Okay, wisst ihr, was wir brauchen? Gerüste. Ganz viele Gerüste. Die stellen wir. Jetzt gucken wir erstmal. Ja, es schaut halt doch ganz, ganz anders aus gleich, ne? Viel dynamischer. Es ist zwar jetzt echt schwierig mit dem blöden Dach, aber es gefällt mir besser. Es sieht nicht so gerade aus. Es ist irgendwie so ein bisschen. Ja, doch. Sieht nicht ganz so starr aus. Hier, ne? Ja, perfekt. Gut, dass ich davon noch so viele hatte. Die drei brauchen wir, denke ich, dann früher oder später auf alle Fälle auch. Jo, dann gucken wir mal. So, und jetzt müssten wir uns das halt hier hinstellen. Und dann kannst du es eigentlich gleich oben. Und weiß ich nicht, brauchen wir es nochmal oben? Müssen wir ausprobieren, ne? Oh, man kommt endlich durch. Das ist gut. Ja, ich glaube, wir machen mal doch hier. Hä? Einrasten. So. Geh
gehen wir gleich nochmal eins hoch. Ja, so. Jetzt nochmal. Liebes Spiel. Wir hätten gerne D. So. Jetzt hätte ich es gern eigentlich einmal höher. Oder wir machen es einfach wirklich so. Weil es ist jetzt eingerastet, weißt? Und jetzt sieht es dann halt so aus, wie es halt tatsächlich auch hingehört eigentlich, ne? So, und dann sagte sie und findet einen Fehler? Schon, ne? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Also so wäre es richtig. So. Genau, und jetzt dann hier, dann nehmen wir halt den kleineren. Dass wir da, genau. Das ist jetzt halt ein bisschen blöd. Aber das kriegen wir hin. Du musst nämlich weg. Genau. Das ist halt ein bisschen komisch, weil der eine so ein bisschen über... Aber die kreuzen sich dann halt einfach nur ein bisschen komisch. Ja, 134 ist halt echt nicht viel, ne? Ich glaube, am besten ist es, wenn ich jetzt wirklich hier mit den Ecken erstmal hantiere und gucke, ne? Und dann wirklich auch beim Einrasten bleibe. Nee, das ist nicht richtig. Nein, das ist immer noch nicht richtig. Aber wie ist es denn dann richtig? Oh, Almicht. Das ist schon schwer, ne? Weil eigentlich soll es einrasten. Aber wenn es so einrastet, geht's nicht. Okay, also versuchen wir es dann doch irgendwie. Warte mal, da, so auf der Höhe. Aber hier, ne? Kann das sein? Nee, ist immer noch nicht richtig. Also. So? Ja, so ist es richtig. Und dann müssen wir bloß gucken, wie wir das dann hier oben gestalten. Ob wir das dann einfach irgendwie, keine Ahnung, zumachen oder so. Ich weiß nicht im Moment. Es sieht halt komisch aus, ne? Aber so macht es halt am einfachsten. So geht's halt am leichtesten. Okay, was wir jetzt aber erstmal brauchen, ist mehr Teer für die Dachziegel zum Herstellen. Mal schauen, 50 Stück. Das, damit kommen wir ein Stück weit, ne? Jo, okay. Dann hier, dann natürlich die... Keine Ahnung, wie viel ich brauche, aber gefühlt brauche ich noch eine ganze Menge. So, dann krabbeln wir einfach nochmal nach oben. Und dann hoffe ich mal, dass das jetzt dann irgendwie was wird. So, also dann hier. Jetzt müssten wir aber eigentlich wieder so. Weiß ich nicht, ist das jetzt richtig? Nee, ne? Nee, ist nicht richtig. Wir müssten... So, ne? Ja, ich glaube, das ist besser. So. Oh Gott, das wird ja dann schwierig, das zu verbinden hier. Okay, weißt du was? Nee, da müssen wir tatsächlich kleinere nehmen. Das sieht sonst irgendwie... komisch aus. Ich bin mir noch nicht sicher. Doch, so rum, ne? Und dann so rum. Ja. Und dann bräuchten wir halt hier eigentlich so eine Dinge. Aber ob das wirklich klappt oder nicht, ich habe keinen blassen Schimmer.
Wow, krass. Es ist halt einfach eine Herausforderung, ne? Dann hier. Nee, es muss eins drüber stehen. So, ne? Ich glaube so. Ich habe das Gefühl, das passt irgendwie nicht, oder? Mal gucken. So, dann orientieren wir uns jetzt mal hier. Das muss auf alle Fälle höher. Noch. Oh, Allmächt. Es ist halt einfach nervig, ne? Dach machen. Bäh. So, da. Ja, Scheibenkleister. Das habe ich mir fast gedacht, dass das jetzt nicht passt, ne? Okay, dann hier halt nochmal dahin. Und da nochmal dahin. So. Jetzt dann hier und hier. Aha, gucke. Nee, das passt schon wieder nicht. Das liebe Spiel. Sei doch mal so gut und mach doch mal. Jetzt ist besser, ne? Aber hier passt was nicht. Okay, so, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Vielleicht habe ich jetzt Glück. Ah, okay, jetzt ist besser. Jetzt wird ein Schuh draus. So. Ja, positionieren ist schon schwierig, ne? Ich muss erst, glaube ich, das machen, sonst. Sonst wird es nämlich nichts, wollte sie sagen. Eieiei. Oh Gott, das sind ja schon wieder 30 Minuten rum. Mei, und ich habe nichts gemacht. Das muss für euch heute todlangweilig gewesen sein. Es tut mir leid. Oh Mann, ey. Wahnsinn. Aber was willst du denn machen, ne? Ich meine, irgendwo musst du es ja dann machen. Das hilft ja nichts, ne? Irgendwie. Ich bin echt so. Also, Dach ist wirklich eine schwierige Angelegenheit. Da bin ich echt so ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Keine Ahnung, wie man es am besten macht. Ist das so jetzt richtig? Allmächt. Das ist jetzt wirklich. Ich finde es gerade super, super schwer, hier den richtigen Platz zu finden. Was ist denn, wenn ich jetzt xe? Tut der jetzt hier irgendwie automatisch. Ah, gucke mal. Also tatsächlich müsste er dahin. Aber wie mache ich das denn jetzt bitte weg? So. Okay. Und so. Ah, okay. Ist halt ein bisschen komisch jetzt hier oben, ne? Ich weiß auch nicht, warum da jetzt dann dieses Ding irgendwie zum Vorschein kommt. Ach, weißt du was? Weil hier Dach ist. Das müssen wir halt noch wegmachen, ne? So, gucke mal. Und jetzt wird ein Schuh draus, ne? Jetzt sieht es halt auch echt ganz einigermaßen ordentlich aus. Okay. Jetzt ist die Frage, ich weiß gar nicht, ob man. Nee, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Okay, ich erspare ich jetzt mal das Leid und mache das jetzt einfach mal so zu Ende irgendwie und ja, hoffe, dass ich euch in der nächsten Folge dann zeigen kann, ob es geklappt hat oder nicht oder ja, wie auch immer. Mal schauen. Das ist totaler Blödsinn, was ich hier mache gerade. Also, ja, ihr seht ja selber, es ist halt echt eine Heidenarbeit. Fitzelarbeit ohne Ende. So, ich glaube, das passt jetzt. Da müssen wir nochmal. Und da vielleicht. Nee, da eigentlich nicht. Ah. Puh, okay. Also ich versuche mal irgendwie was draus zu zaubern. Da muss ja irgendwie, irgendwie muss es ja klappen, ne? So, ich glaube, hier muss ich es anders machen. Ich glaube, hier müssen wir es anders machen, ja. Aber ich habe eine Idee. Okay, gut. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. War schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und dann bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.